Namen des Dekanatsbezirks Kempten und natürlich auch im Namen der Kirchengemeinden Lindaus heiße ich alle Gäste aus nah und fern herzlich willkommen. Menschen säen ihren Hass ins Miteinander, erheben ihr Ich zum Maß der Dinge, suchen das Heil in gnadenloser Überhöhung von Volk und Nation. Hitler und die Nazis, nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Wörter wie Steine, Parolen wie Unflat. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Schwerter zu Pflugscharen, Hassparolen zu Liebesworten. Wenn Christus unser Friede ist, dann ist es unser Auftrag, in Worten und Taten für den Frieden einzutreten. Dann ist Krieg nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch ein Verbrechen gegen die Göttlichkeit. Als Kirche sollten wir Krieg immer aus dem Blickwinkel der Opfer beurteilen und immer wieder, nie müde werdend, deutlich bekennen, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein darf. Herzliche Einladung. Nun zu unserer Synodaltagung, die morgen früh am Montag um 9 Uhr in der Inselhalle beginnt. Sie ist eine Themensynode wie jede Frühjahrssynode. Die Beratungen sind öffentlich. Sie steht unter dem Titel Christus ist unser Friede